Grüße euch, ihr Lieben. Heute wieder ein Ausleitungsvideo zum Thema Ausleitung von Drogen aller Art. Egal, wie man sie in den Körper bekommen hat. Annette hier. So, jetzt fange ich erstmal an. Ihr seid von außen so wie mit weißem Pulver zu. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das abkriege, ne? Weil das ist wie Zement. Heieiei. Ach Gott, nee. Wird besser, wird porös, euer Zementgedöns. Wird besser. Es fehlt in euren Adern drinnen, Lymphgefäße. Und da tropft jetzt so tropfchenweise raus, dieses Gedöns. Richtig klebriger, stinkender Mist, was da aus euren Poren rauskommt, ihr Lieben. Achselbereich ganz stark. Rückenbereich wird mir angezeigt. Vieles ist auch vererbt von euren Ahnen, was die noch im Feld und im Körper hatten von ihren Ahnen und so weiter und so fort. Der Raum geht auf. Oh, ist das schön. Die Schwere, Depression, Trauer, Kummer, damit einhergehend, verlässt euer System. Und ihr fällt innerlich wie zusammen. So erleichterungsmäßig brauchen wir. Kommt ganz viel Licht ins Feld. Licht verdrängt die Dunkelheit. Damit ist ja immer Dunkelheit verbunden mit diesen Substanzen, ihr Lieben. Ging aber schnell. Jetzt werden die einzelnen Ebenen bereinigt, besonders Leber. Aus eurem Rücken fällt gerade wie ein riesiges Eisenstück raus. Seltsam, aber egal, wir machen weiter. Alles, was ihr in eurem Feld da drinnen verankert habt, durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multiversum, Zeitzonen und allem, was es am Leben erhält, das elektromagnetisch, biochemische, infoenergetische ebenfalls, zerstören, löschen, unkreieren, eliminieren, entmachten, kündigen, aufstellen, abannullieren wir und geben es zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein.
Frieden, Freiheit, Freude, Selbstbestimmung, Selbstmacht ausleben können, wieder in eurem Feld verankert. Erdung, Anbindung an das Allerhöchste. Feld wird nochmal gereinigt. Heilenergie gegeben, Lichtwasser bitte trinken. Es kommen überall goldene Blümchen aus euch raus. Sehr gut, gefällt mir. Das ging ja mal schnell, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber naja. Also, ich knuddel euch, wuddel euch, segne euch, danke für eure Aufmerksamkeit, freue mich wieder über ein Like, ein Abo, einen Kommentar und dass ihr das Video teilt. Macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.